Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt auf meinen Kanal hier bei YouTube. Heute einen neuen Kanal, The 3X. Ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich habe da noch in keine Compilation reingeguckt, aber es hört sich alles sehr vielversprechend an. Da sind hier so ein bisschen die Standard-Videoclips-Bezeichnungen. Ja, gucken wir mal, was uns erwartet. Ich hoffe auf eine Menge Grusel, Gänsehaut. Vielleicht erschrecken wir uns auch ein bisschen. Mal sehen. Also dann direkt rein. The 3X. Ja, da haben wir 10 gruselige, erschreckende Geistervideos, die wir nicht alleine gucken sollten. Zum Glück sind wir hier nicht alleine. Wir sind hier alle zusammen. Und wir freuen uns jetzt auf Gänsehaut. Also, Abfahrt! Spoiler-Alarm! Boah, diese Stimme ist schon. Boah, diese Verzerrerstimmen, ne? Die gehen. Boah, so dämonisch. Demonic Voice. First video comes from TikTok-User elkukui.tv. El Cucuy. Der Mann hört ein komisches Geräusch aus seinem Hinterhof. Oh, hallo. Der Bigfoot. Der Yeti. Möglich. Sieht fast so aus. Da ist er. Hallo. Oder ein Alien. Hat er jetzt Haare oder nicht? Wenn jetzt wüsste, ob der Haare hätte, dann könnte man das sagen. Oh, der hat sogar mit den Augen gezwinkert. In this rather old recording, we can see a man who, concerned about strange noises coming from his back. Also, ob das wirklich eine alte Aufnahme ist, weiß ich jetzt nicht, weil wir haben ja auch schon Aufnahmen gesehen, die noch nicht so alt waren und genauso schlecht. Yard decided to check it out. His eyes saw a huge hairy figure, which immediately after being spotted, runs away into the forest. It is a real Bigfoot, or maybe just someone in disguise. Decide, folks. Kann ich nicht sagen. Aber da ich schon glaube, dass eine Bigfoot-ähnliche Kreatur existieren könnte, gerade in Staaten, in dem oder in Ländern, in denen es noch viel Waldgebiet gibt und man ja auch immer wieder neue Affenarten und so weiter entdeckt, könnte es ja auch ein großer Menschenaffe sein, der einfach nur sehr scheu ist und sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte relativ gut versteckt hat. So gut hat er sich ja gar nicht versteckt. Es gibt ja schon seit Ewigkeiten Sichtungen vom Bigfoot, vom Yeti. Also, warum nicht? Bin ich jetzt gar nicht so am Zweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. The next video is from YouTuber Erwin Saunders, who for many years has been exploring a certain forest, where he claims to live mysterious creatures resembling imps. He has managed to secretly record these curious creatures. Ems. Sind das nicht sowas wie Feen? Ich glaube schon, ne? Many times. This time he decided to take someone and once again capture them on camera. I can hear you even without the walkie-talkie. Over. I think so. Can I go now? Over. Ten minutes later. Ach nee. Ah, das. Ach nee. Das ist doch. This isn't good. They've turned up at the world. Also ich muss ja auch zum Friseur, ne? Aber das ist schon Next Level, oder? First time. Und das ist, also sorry, Leute. Oh, achtet jetzt mal einmal auf sein Funkgerät. Pass auf. Wo hat er dieses Funkgerät her? Was ist das?
Das ist doch so ein Kinderfunkgerät, oder? Und ich will jetzt hier nicht gendermäßig unterwegs sein, aber das ist ein Mädchen-Kinderfunkgerät. Weil es pink ist, ne? Also, tut mir leid. Also, ich sah für mich jetzt schon nach CGI aus und jetzt sieht es auch noch lächerlich aus. Da ist auch noch Cinderella drauf. Ich werde bekloppt, Leute. Also. Wisst ihr, was mich auch jetzt gerade irritiert? Diese Locke. Und er scheint auch Raucher zu sein, weil er ist ein bisschen gelb. Oder er isst gerne Brötchen oder Brot mit Eiersalat. Ist mir auch. Kenne ich auch solche Leute. Verfärbt sich leicht so ein grauer Bart. Him at the moment. Tut mir leid. Ich bin wieder ernst. Er hat das Gegenstück, ist Alles klar, klar, ja. einfach. Es ist so laut mit diesen Walkie-Talkies. Ja. When the foxes come, do you mean at night? Over. Over. Roger. Owen, over. Die Batterie schlapp gemacht. Ja, Leute, das ist. Es ist. Just get bored with him eventually. Es ist gut gemachtes CGI. Das. Definitiv. Very gut. Ich habe auch keine Ahnung, was er macht. Da ist doch noch irgendwas Pinkes. Was ist das? Hat er da vielleicht noch eine pinke Plastikschaufel? Richtiges Profimaterial da, was er benutzt. Was war das? Oh, hallo, Mr. CGI. Aber gut gemacht, ne, muss ich ja sagen. Ist so schön. Hat ja auch wenigstens einen Lendenschurz um, ne? Da, das ist so ein Witz, das ist doch ein Scherz, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass das ernst gemeint ist. Jetzt ist so eine schöne pinke Schaufel zum Buddeln im Sandkasten. Ne, also ich. Oi, Freunde der Nacht. Throwing things at the tent. Da sind zwei erwachsene Männer im Wald. Der eine, der ist ja angeblich schon seit Ewigkeiten auf der Jagd nach diesen Ems-Ims. Und was bringt er mit? Er bringt Cinderella Walkie-Talkies und eine Plastikschaufel für den Sandkasten mit. Hat aber so ein Tarnzelt, was aber auch auf 100 Meter, also sorry, man sieht sofort, dass das ein Zelt ist, da wird überhaupt nichts getan. Hätte er auch ein Pink nehmen sollen, das Zelt. In the video, we see two small creatures walking on two legs that explore the area. At some point, they run away and disappear. Were those real? Die denken sich auch, was sind das denn für welche? Ah, es ist so schön, real imps, or was it just CGI? The final decision is yours. Das ist CGI. Also, if you want to watch the video, visit his YouTube channel, Irwin. Irwin Saunders. Da muss ich. Es scheint ein guter Kanal zu sein, um auch mal ein bisschen zu lachen. Wir können uns ja mal für den auch ein paar andere Sachen angucken. Ich will ihn da jetzt nicht verarschen, aber es tut mir leid, wenn so ein Mann seriös in den Wald geht mit Cinderellas Walkie-Talkies und einer Plastikschaufel. Ich weiß nicht. Saunders. Bildet eure Meinung, ja? Oh, Number 3. TikTok-User Old Foggy John recorded something disturbing. Das wird richtig gut. Old Foggy John. Und dann als Profilbild, ja, irgend so ein Wesen. On a security camera. Ich werde bekloppt, wirklich. Hä? War da nicht schon was?
Oh, ja, das sowas Ähnliches habe ich schon mal gesehen, aber ich glaube, das war nicht das. Das ist, glaube ich, nur irgendein Verwirrten. Ja, ist irgendein Typ. Ich glaube nicht, dass das ein Alien oder irgendwas ist. In a video from one night, we see something trying to break in through the fence. Ja. On closer. Das Schwierige ist halt nur, dass menschliche Augen nicht lumineszieren. Ne? Das ist halt das, was jetzt stutzig macht. Weil es scheint ja auch leuchtende Augen zu haben. Oder der scheint leuchtende Augen zu haben. Und das ist eigentlich mit menschlichen Augen nicht möglich. Gibt es aber vielleicht auch irgendeine Erklärung für? Ich bin auch kein Experte, ja. Ich weiß es auch nur aus meinem Allgemeinwissen. Ja, erster Eindruck würde ich jetzt sagen, das ist irgendein Typ, irgendein Verwirrten. Inspection, we see that this someone looks not human, has a pale body and behaves like a. Ja, er sieht halt nicht menschlich aus, weil es ist dämmerig, es ist dunkel. Vielleicht sieht er auch einfach ein bisschen seltsam aus. Also man weiß es halt nicht. Oder es ist halt der Rake. Ne? Der Rake läuft ja auch immer meistens unbekleidet rum, ist bleich, hat auch leuchtende Augen auf Bildern und sieht halt auch nicht so menschlich aus. Aber ob es der Rake ist, ich habe keine An Ahnung. animal. Was it a skinwalker or maybe someone mentally ill? Choose wisely. Die mit ihren Skinwalker, ne? Also ganz ehrlich, da werden wir uns auch nochmal eingehend damit beschäftigen, glaube ich. Das höre ich so oft und. Folks. Number four. Ah. Another recording is from the YouTube channel Adventurer's Banner. It is quite an interesting and very popular channel. Adventures Banner? Das stand da aber nicht. In Indonesia. This is Snake Hunting Group. Yes, snakes, not ghosts. They Snake. travel the nearby area and the country Das ist jetzt das nächste große Ding, ja, auch bei YouTube. Die Snake Hunter unterwegs. Das ist doch irgendwas für, das ist doch was für D-Max oder den Discovery Channel oder so. Nach den Monsterjägern die Snake Hunter. search and capture of these creatures. But from time to time, while searching for these reptiles, they manage to record something that they themselves cannot explain. And just one of these interesting and creepy situations happened to them during this trip. Ya, barusan seneng banget. Itu asri banget. Dalam artian, kita lihat burung hantu hidup bebas di sekitar sini. Kampung Panji masih lestari kan? Kampung kalian masih ada burung hantu terbang kayak gitu? Enggak kan? Karena ada Panji yang jaga di sini, teman-teman. Jadi Panji edukasiin masyarakat di sini untuk enggak membunuh satwa liar. Jadi mereka lestari di sini. Seneng kan lihatnya? Mereka masih bisa hidup bebas. Dan kita bisa kapan aja ngelihat mereka di sekitar sini. Yuk, nyari lagi. Aduh. Oh, da war doch was. Das war aber keine Eule. Das ist der Rake. Kok gue merinding ya? Sama A. Hah? Sama A kalau jembatannya udah kayaknya. Ja, hier mal ein bisschen gucken, ne? Ja. Also Schlangen, sondern dann filmen die einfach sowas. Und das lief ja da so unmenschlich her, ja, also humanoid, aber ach. Suddenly, one of the cameras records a mysterious white humanoid. Ich weiß auch, ich weiß es wirklich nicht. Diese Dinger, also ich bin jetzt mal von meiner Skepsis ganz weg. So, Skepsis manchmal. Diese Dinger werden überall auf der Welt gesehen. Ja, wir haben jetzt hier Asien, ist das, glaube ich, oder so. Na ja, wir kennen die aus den USA. Ich habe auch schon Aufnahmen gesehen aus England, also auch aus Europa. Es ist verrückt.
Es ist einfach verrückt. Was keucht und fleucht da in unseren Wäldern, in manchen Tunneln und so weiter alles rum? Und wenn diese Dinger wirklich existieren, ne? Also ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht schön. Man weiß ja auch nicht, was sie wollen. Also bisher habe ich noch von keinem Angriff irgendwas gesehen auf diesen Videos. Ist natürlich auch gut möglich, dass die Leute, die angegriffen worden sind, gar keine Videos damit mehr hochladen konnten, weil die waren dann leider weg. Ja, also in vielen Wäldern, auch hier in Europa und auch in den USA, verschwinden einfach so viele Menschen jährlich. Es wird, glaube ich, gar nicht, ob man das dann damit in Verbindung bringen kann. Figure that quickly runs away to the right. At the moment, yeah. None of the men noticed the figure, but moments later, one of the hunters noticed something, and the whole team immediately ran there. Unfortunately, they did not find anyone, but while checking the recording, they noticed a mysterious white figure that escaped them. Then they decided to search the whole area, when suddenly... Taruh dulu. Bapak, nyalain. Iya, bentar. Oh, udah nyala, Pak. Udah nyala, Pak. Pak, lemes, Pak. Hilang. Ini larinya barusan. Hilang lagi, anjir. Mbak, dapat gak gambarnya, Mbak? Dapat, Pak. Tapi lemes, Pak. Yok. Lu lihat enggak Yok tadi, Yok? Lari tadi, Mbak. Iya, makanya udah ketangkep juga dari sini, hilang lagi anjir. Aneh ya. Lemes, Pak. Cepet banget kaburnya. Da kraucht das da hinten auf allen Vieren, ne? Ah. While looking for the creature, they were lucky, and after a few minutes, they found it and started chasing it. But the figure mysteriously disappeared, and after another search, the men decided to leave this place. Ja, ist doch, glaub ich, besser. Was it a real alien, as men claim, or something else entirely? You are the judges. Ja, you decide. Der Rake war das. Definitiv. Also, if you want to watch the full episode and many more, visit their YouTube channel, Adventurers. Das muss ich mir auch mal. Ich muss mir diesen Clip muss ich mir noch mal so angucken. Vielleicht gibt's da noch mehr zu sehen. Vor allem werde ich auch mal gucken, ob die noch mehr solcher Clips haben, weil er sagt ja auch am Anfang, dass die zwischendurch immer mal irgendwas aufzeichnen, was ein bisschen mysteriös ist. Banner. Number 5. This short video is from TikTok user Squatch Watch Project. Oh, hallo? Ganz lässig am Baum angelehnt. Kann natürlich auch irgendein Typ in Schwarz sein, ne? While hiking, a man notices that something or someone is following. Ja, der hat ihn also verfolgt. Das ist, also die Bildqualität, die sagt, ist... Also ich kann da jetzt... Das kann auch irgendein Typ sein mit schwarzen Klamotten. Him. When he is about to record his stalkers, he notices that it is a huge black and hairy figure, which scares. Gut, er hat gesagt, er ist groß und haarig gewesen, ne? Ja. Also möglich. Also ich bin ja auch bei Bigfoot ziemlich aufgeschlossen, ne? Ist einfach so. Der Skunk Ape, wie man ihn auch so schön nennt. Ist halt schon ein bisschen verbrannt, das Ganze, ja? Also das Thema Bigfoot. Es gab halt schon zu viel darüber und die Leute tun das immer ganz schnell als Spinnerei ab. Das ist halt einfach so. Da gibt es dann die einen, die sagen, das existiert. Das sind dann meistens die Augenzeugen auch. Oder die halt in Gegenden wohnen, wo der oft gesehen wird. Und die anderen sagen halt, ja, ist Humbug. Aber Kryptozoologie ist zwar ist keine anerkannte Wissenschaft, aber aus vielen kryptozoologischen Dingen wurden irgendwann mal echte Wissenschaft. Also die gab es dann auf einmal in echt. Ja. Da ist auch irgendein Tier. Das stammt auch aus der Kryptozoologie und das ist vor ein paar Jahren, hat man herausgefunden, das existiert wirklich. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was das ist. Muss ich auch nochmal nachgucken. Ja. Bigfoot. There's him even more. Is this another recording of real Bigfoot? Or Vielleicht. Maybe just a hoax?
decide. Auch möglich. Number 6. YouTuber Fatu's E Mysterios and his friend went to an abandoned building that is allegedly visited by werewolf. Opa, opa, opa. Bei einem Werwolf? Da ist ein Werwolf, okay. Se liga, viu, mano? Ovo, né? De cobra, é de cobra. Schlange. La caixa, ele é elástico, tá ligado? A caixa dele é elástica. Er hat auch Cobra gesagt, ne? Er ist schön, ne? Er hat auch Cobra gesagt und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Cobra eine sehr giftige Schlange ist. Ich würde da auch weiter rumlaufen. Auch wenn es nur die Eier sind. Aber die Eier hat jemand gelegt. Wo ist das in welchem Land? Eu juro que eu tava escutando zoada aqui, pô. Tá escutando zoada aqui agora, mano? Alguma coisa como se tivesse alguma coisa nesse mato aí, tá ligado? Seu Zé Zito falou, pô. Ele foi bem claro, pô. E sai de baixo aí, pô. Porque se essa telha bater na tua cabeça aí, tá ligado? Aí tá ferrado, pô. Vou fazer uma consulta logo. Class? Foi o que, mano? Foi o que, mano? Uma cabeça preta aí! Uma cabeça preta, cara! Aonde, cara? Aí, ó! Aonde? Aí tá ferrado, pô! Vou fazer uma consulta logo! During his stay, one of the men stands by the window where moments later a mystical werewolf appears. So, folks, real or fake, let me know in the comments below. Mystical werewolf appears. Also, ich habe da jetzt... Stay, one of the men stands by the window where moments later a mystical werewolf appears. Ah ja, da sind die Ohren. Ja. Appears. So, folks... Das wirkt ja gar nicht so unauthentisch, ne? Aber jetzt im Ernst. Werwölfe. Im Ernst jetzt. Wer weiß ich nicht. Looks real or fake? Let me know in the comments below. Keine Ahnung, vielleicht war es ein Känguru. YouTuber Paratruthers recorded something disturbing in his backyard. Oh nee, bitte nicht. Oh, bitte nicht wieder so ein bleiches Ekelteil. In the video, we can see a white humanoid creature acting very strangely. What could it be? A skinwalker? An alien? Or maybe it's just a hoax? The decision is yours, folks. Kein Kommentar. Number 8. This video is from Romeo Candido. November 3, war pala si Manolo. Auf dem ersten Blick, es ist aus dem Jahre 2007. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, die Kameraqualität ist genauso gut wie manche Clips von vor 2-3 Jahren. Tapos nakita ko na ko sa inyong sinasabi nila na di na papakita tayo. Pero hindi ko pa alam. Ay, puta! Tangina! Tangina pa ay! Puta! Ina mo! Puta mo, pare! Puta mo, ina! Yes, sayon, sayon! Puta ina talaga! Ayoko na dito, puta mo, pare! Fuck! Hino mahin, isa mo Mädchen. Ich verstehe diese Angst nicht vor weiblichen Gestalten, vor mädchenhaften weiblichen Gestalten. Mädchen sind weiblich, ja. Vor Mädchen mit schwarzen, langen Haaren, die etwas bleicher sind im Nachthemd. Wo kommt diese Angst her? Ja, Filme, ja, The Ring, The Grudge. Geschenkt, ja. Das ist doch so Klischee. Also, nee. Ich hätte da gar keine Angst. Ich wäre jetzt zu der Hängerin und gefragt, sag mal, was ist hier los? Was machst du hier? Sie waren heute auf dem Friedhof. Da hätte ich ja keine Angst, was soll die denn machen? Hallo. Das ist fake, Leute. On this over 15-year-old recording, we can see the so-called white lady. Is it something paranormal or just a very old fake recording? Yeah. Decide, fake, folks. Number 9. TikTok user .sauce.90 recorded this. Meine Frau
guys. You watch. We see something mysterious in the water. What could it be, folks? Also ich schätze mal, es ist das Meer. Und ich habe mal eine gewagte Theorie. Es ist ein großer Fisch. Number 10. The last recording is from Simon Newcombe. Walking for like an hour now. It is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What? Was mir jetzt schon auf ist, was mir jetzt schon auffällt, wenn ich mich selber so aufnehme, so im Selfie-Modus, warum macht er jetzt schon von uns aus rechts Platz? Ja, jetzt waren auch gerade die Kinder im Bild, die anderen Kinder, ja. Aber gerade ja noch nicht. Warum macht er da Platz? Wird da gleich was zu sehen sein? While in the forest with his siblings, the boy records the forest behind him, where something dark between the trees, when he is noticed by the camera, crouches and disappears without a trace. Paranormal or not, you decide. Ich würde sagen not. So, weil das war mir schon zu offensichtlich, dass er da die Seite so freigelassen hat, damit man es auch richtig sehen kann. Ja, the 3X-Teaser, danke. Und unten halt der Link. Lasst ein Abo da bei denen und auch bei dem Clip Daumen hoch. Und ich hätte auch gern ein Abo von euch und auch einen Daumen hoch für dieses Video. Und aktiviert die Glocke. Ihr seht immer, wenn was kommt. Es kommt regelmäßig was. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Haltet die Ohren steif. Adios.